Willkommen zurück zu einem weiteren Video. Ich wurde letzte Woche über Instagram gefragt, wie mein Jahr bis jetzt gelaufen ist. Meine Antwort darauf war, dass dieses Jahr jetzt schon knapp siebenstellig ist. Ich habe daraufhin einige Fragen bekommen und unter anderem kam sehr oft die Frage, wie schafft man es, im Trading große Summen zu verdienen, ohne satt zu werden und trotzdem immer weiter Gas zu geben. Ich werde jetzt mal in diesem Video ein paar Tipps geben, die zum einen essentiell dafür sind, damit du im Trading Geld verdienst und zum anderen Tipps, die dazu führen, dass du dein Trading auch wirklich bis nach oben skalieren kannst. Ich erinnere mich noch an meinen allerersten fünfstelligen Monat. Das waren knapp 11.000 Euro und ich habe mich wirklich sehr gut gefühlt. Ja, das war wirklich ein tolles Gefühl, so diesen ersten Meilenstein zu erreichen. Das Problem war, dass ich dann relativ satt geworden bin von diesem fünfstelligen Monat. Das heißt, im Folgemonat habe ich viel weniger Gas gegeben. Und es hat dann auch dazu geführt, dass ich weniger verdient habe. Denn ich war satt. Und ich sehe dieses Problem wirklich bei vielen Tradern, die können es, ja, die haben ein Potenzial, richtig Geld zu verdienen und haben wirklich das Potenzial, finanzielle Freiheit zu erreichen. Aber sie werden sehr, sehr schnell satt nach größeren Summen, sage ich mal. Und bevor wir jetzt darüber sprechen, wie man sein Trading nach oben skalieren kann, ist es mir ganz wichtig, dir zu sagen, was die Grundvoraussetzung ist, dass du überhaupt Geld verdienst im Trading. Die Grundvoraussetzung ist, dass Trading deine Leidenschaft ist. Denn im Trading wird es niemals von Anfang an direkt gut laufen. Es wird niemals so sein, dass du mit Trading anfängst und sofort Geld verdienst. Glaub mir, jeden erfolgreichen Trader, den ich kenne, der hat immer Rückschläge erlebt. Das ist vollkommen normal, denn es ist nie ein Meister vom Himmel gefallen, sagt man so schön. Und man macht Fehler und die Fehler, die kosten im Trading Geld. Es ist gut, die Fehler zu machen. Die Rückschläge sind gut, aber es tut im ersten Moment weh. Du kommst im ersten Moment gefühlt nicht voran. Und wenn Trading nicht deine Leidenschaft ist, dann wirst du durch die Rückschläge wirst du aus dem Spiel geworfen. Das ist dann nämlich das Problem. Und wenn Trading nicht deine Leidenschaft ist, dann wirst du dich nicht viel mit Trading beschäftigen. Und ich sage das immer wieder, du musst dich extrem viel mit Trading beschäftigen, damit du erfolgreich wirst. Du musst das Trading leben. Jeden Tag musst du dich mit Trading beschäftigen, auch am Wochenende, auch immer in deiner Freizeit, an freien Tagen und so weiter. Das sollte wirklich zur Gewohnheit werden, jeden Tag am eigenen Trading zu arbeiten. Wenn du nicht profitabel bist, dann hast du keinen Grund, einen freien Tag zu machen, Urlaub zu machen oder sonst was. Und wenn Trading wirklich deine Leidenschaft ist, dann wirst du auch im Urlaub dich mit den Märkten beschäftigen. So ist es bei mir nämlich auch. Also, Grundvoraussetzung, Trading muss deine Leidenschaft sein. Das kannst du jetzt natürlich prüfen, indem du einfach mal überlegst, wie nutzt du deine Freizeit, was machst du an deinen freien Tagen, was machst du im Urlaub, hast du das Gefühl, dass du mal Abstand vom Trading brauchst? Beschäftigst du dich gerne mit Trading? Wie nutzt du deine Feierabende? Wenn du immer deine Zeit mit Trading verbringst und es auch wirklich gerne machst, von Herzen, dann hast du sehr hohe Chancen, im Trading Geld zu verdienen. Weil es ist immer nur eine Frage der Zeit, wenn du immer jeden Tag an deinem Trading arbeitest, es ist immer eine Frage der Zeit, wann du dein Geld verdienen wirst. Und wie gesagt, wenn Trading deine Leidenschaft ist,
dann kommen Rückschläge, aber du nutzt diese Rückschläge, um weiter voranzukommen durch die Fehler, die du machst. Ja, und dann wirst du dadurch Geld verdienen, weil du immer wieder am Ball bleibst. Deswegen, Leidenschaft ist Nummer 1. Das ist am allerwichtigsten. Die nächste Sache. Du solltest nicht kurzfristig denken. Das heißt, im Prinzip, wenn du jetzt an einem Tag mal 1000 Dollar verdient hast, dann solltest du niemals sagen, hey geil, jetzt habe ich 1000 Dollar verdient, jetzt mache ich morgen mal frei. Jetzt mache ich mal verlängertes Wochenende. Das solltest du niemals tun. Du solltest dir eine Mentalität angewöhnen und die hat Eugen beim letzten Knebel Trading Day angesprochen. Und zwar ist es folgendermaßen, angenommen du hast heute 1000 Dollar verdient und dann startest du morgen und es ist ein neuer Tag und du stehst wieder bei Null, da hast du ja nichts verdient. Oder wenn du im letzten Monat 10.000 verdient hast, kommt der neue Monat, da stehst du wieder bei Null. Du stehst immer wieder bei Null. Scheißegal, ob ich gestern 10.000 verdient habe, heute stehe ich wieder bei Null. Und diese Mentalität solltest du dir angewöhnen. Du stehst immer wieder aufs Neue bei Null. Denn wenn du letzten Monat 10.000, 15.000 verdient hast, ja, und jetzt im nächsten Monat weniger machst, hey, nächster Monat kommt, du stehst auf Null wieder. Und das Geld ist schneller weg, als es dir lieb ist. Deswegen, gewöhne dir da wirklich diese Mentalität an, dass du immer wieder, mit jedem neuen Tag stehst du immer wieder bei Null und solltest dein Bestes geben. So. Die nächste Sache ist es. Der Fokus sollte nicht auf deiner PNL sein. Du solltest dich darauf fokussieren, qualitativ hochwertige Trades zu machen. Das sollte der Nummer 1 Fokus in deinem Trading sein. Mach qualitativ hochwertige Trades und halte dich immer an deine Regeln. So. Und dann musst du einfach nur dein Risiko erhöhen und du verdienst immer mehr Geld. Aber der Fokus ist nicht mehr Geld zu verdienen, sondern der Fokus ist qualitativ hochwertige Trades zu machen. Weißt du, das Problem ist, wenn du deine PNL tradest, dann kommen wir zu dem Thema Gier, darüber habe ich schon mal ein Video gemacht, dass wenn du schön im Plus bist, mit ein paar tausend Dollar, dass du dann sagst, ach nee, ich lasse den nicht zu meinem Ziel laufen, ich mache jetzt schon zu, es sind doch schon ein paar tausend, ich bin zufrieden. Dann wirst du zufrieden, dann schaust du auf deine PNL und dann machst du mal 3, 4 Verluste, die hintereinander kommen und dann machst du einen Gewinntrade. So, du bist im Trade, der Markt sagt dir, du sollst aussteigen, aber du sagst, nee, ich will die Verluste wegmachen und dann wirst du nochmal ausgestoppt, weil du deine PNL immer am Beobachten und immer am Traden bist. Trade nicht deine PNL, sondern trade den Markt. Und wie gesagt, den Fokus auf qualitativ hochwertige Trades legen. Das ist extrem, extrem wichtig. Die letzte Sache, die enorm wichtig ist und die auch dazu führt, dass ich, auch wenn ich immer wieder Rekordmonate mache, trotzdem weitermache, trotzdem Gas gebe, jeden Morgen motiviert aufstehe, jeden Abend an meinem Trading arbeite, völlig egal, wie der Tag, wie die Woche, wie der Monat gelaufen ist. Ich bin immer motiviert. Und warum? Weil ich hohe Ziele habe. Setze dir hohe und langfristige Ziele. Das bedeutet, frag dich mal, wo möchtest du in 20 Jahren stehen? Wie soll dein Leben aussehen? Frag dich das einfach mal. Wie soll dein Leben in 20 Jahren aussehen? Wo willst du stehen? Wie viel wirst du auf deinem Konto haben? Was willst du vielleicht für Autos haben, für ein Haus oder mehrere oder Uhren oder was weiß ich? Ja, wie soll dein Leben aussehen, dein Traumleben? Und wie viel gehört dazu? Wie viel musst du dafür verdienen? Wie viel musst du dafür auf dem Konto haben? Und ich weiß persönlich bei mir, dass ich nicht mit ein paar Millionen Euro im Jahr zufrieden bin. Weil meine großen, langfristigen Ziele einfach viel höher sind. Selbst mit 1-2 Millionen im Monat bin ich nicht zufrieden, weil meine Ziele einfach langfristig viel höher sind. Also, nicht kurzfristige Ziele setzen, das ist Bullshit. Weil schau mal, ich kenne das von mir. Mein Ziel war damals, ein hauptberuflicher Trader zu werden. Ja, und ich ging
währenddessen zur Schule, habe natürlich jeden Tag an meinem Trading gearbeitet, die Schule vernachlässigt. Ja, und die harte Arbeit hat sich bezahlt gemacht. Ich konnte vom Trading leben. So, und da war mein Ziel erreicht. Ich habe hauptberuflich getradet. Schön. Und das war dann für mich so ein ganz komisches Gefühl, weil ich nicht wusste, wo geht's jetzt weiter? Jetzt habe ich mein Ziel erreicht, ja, schön, gut, ich habe es erreicht. Aber wie geht's jetzt weiter? Und das ist genau der Punkt. Wenn du nur kurzfristige Ziele setzt oder nur so schwammige Ziele, wie zum Beispiel, dass du Geld verdienen willst im Trading, ja, das hast du ganz schnell erreicht. Es geht ganz schnell und dann stehst du da. Und dann fällt wieder alles in sich zusammen. Weil du diese Sättigung hast. Ich bin niemals satt. Niemals. Und da kann ich auch gut anknüpfen zur nächsten Sache. Und zwar, sei niemals zufrieden. Wirklich. Sei niemals zufrieden. Niemals. Egal wie viel du verdienst, es geht immer mehr. Und jeder, der sagt, oh, ich bin froh, wenn ich 10.000 Euro im Monat mit Trading verdiene. Ach, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, das geht ganz schnell. Gerade im Future Trading, das geht total schnell, dass du mal 10.000 verdient hast. Und das Problem ist, mit solchen Aussagen, dass du dich dann sehr schnell limitierst. Du sagst so, 10.000 passt. Du limitierst dich. Du siehst ja gar nicht, wie viel dein Maximum geht. Glaub mir, ich habe auch nicht gedacht, dass ich mit 22 Jahren 1-2 Millionen Euro im Jahr verdiene. Habe ich auch nicht gedacht. Aber ich bin immer wieder über meine Limits gegangen. Ich habe mich nie limitiert, weil ich weiß, dass immer mehr geht. Denn ich kenne es von meinem Mentor oder von meinen Freunden, die auch sehr gut traden. Es geht immer mehr. Es geht immer noch etwas mehr. Und deswegen solltest du immer jeden einzelnen Tag Gas geben und an deinem Trading arbeiten. So. Und dich niemals limitieren. Weil so kommst du ja wirklich gar nicht in den Genuss der finanziellen Freiheit. Finanzielle Freiheit ist für mich, dass man überhaupt nicht auf das Geld schauen muss. Dass du dir gar keine Gedanken machen musst, wenn du jetzt zum Beispiel dir ein Auto kaufen möchtest oder irgendetwas anderes. Dass du nicht auf deinen Kontostand schauen musst, dass du nicht irgendwas ausrechnen musst oder. Dass du dir keine Gedanken machen musst oder wenn du mit deiner Familie einen schönen Urlaub machen möchtest, dass du dir gar keine Gedanken machen musst oder deinen Eltern helfen möchtest. Einfach mal 50.000 Euro deinen Eltern überweisen, um ihnen ein besseres Leben zu ermöglichen. Dass du dir da gar keine Gedanken über diese 50.000 machen musst. Weißt du, finanzielle Freiheit ist für mich ein sorgenfreies Leben. Keine einzige Sekunde an Geld denken. So. Und das geht nicht mit 10.000 Euro im Monat. Das sage ich dir. Also, ich hoffe, dass du aus dem Video etwas mitnehmen konntest, weil ich sehe wirklich sehr oft das Problem bei Tradern. Sie können es, sie haben das Potenzial, aber sie schöpfen ihr volles Potenzial nicht aus. Als Beispiel, sie verdienen in einer Woche an 3 Trading-Tagen, von Montag bis Mittwoch, verdienen sie 10.000 Euro. So, und dann machen sie verlängertes Wochenende und traden sie Donnerstag, Freitag gar nicht mehr. Das ist doch schade, da verdienen sie im Monat nur 40.000, obwohl eigentlich viel mehr drinnen ist. Limitiere dich nicht und schöpfe dein volles Potenzial aus. Und wenn du jetzt das richtige Trading erlernen möchtest, wenn du von uns ausgebildet werden willst zu einem hauptberuflichen Trader, wenn du die Ergebnisse erreichen möchtest, die unsere Kunden haben und endlich Geld verdienen möchtest im Trading, wenn du satt bist, immer nur Geld zu verlieren, wenn du wirklich Sicherheit im Markt haben möchtest, du sitzt am Markt und du weißt ganz genau, was du zu tun hast und wo du was sehen willst, dann trag dich ein unter www.tobiknebel.com zum kostenlosen Erstgespräch. Wir schauen uns dann deine Situation an. Wir schauen uns an, wo du stehst. Wir zeigen dir, was du tun solltest, um im Trading Geld zu verdienen. Und wenn du dich für ein Coaching bei uns entscheidest, dann geben wir richtig Gas. Du wirst von uns durchgehend unterstützt.
Wir machen Live-Tradings, wir machen verschiedenste Programme bzw. Webinare. Du bekommst deine Trades von uns korrigiert. Du bekommst Aufgaben, die du erfüllen musst, die wir dir korrigieren. Du bekommst immer deine Fragen beantwortet. Du kannst dich mit all unseren Coaching-Teilnehmern austauschen. Du kannst uns beim Trading mehrmals pro Woche über die Schulter schauen und siehst genau, wie wir das anwenden, was wir dir beibringen, damit du nicht in der stumpfen Theorie lernst, sondern richtig in der Praxis zu einem hauptberuflichen Trader ausgebildet werden möchtest. Deswegen trag dich ein auf tobiknebel.com zum kostenlosen Erstgespräch, damit du dein Leben jetzt mal veränderst und im Trading Geld verdienst. Und er wünscht dir jetzt ganz viele gute Trades und bis bald.